Ideologien können im Leben sehr hilfreich sein. Es klingt erstmal nach so einem ganz schrägen Gedanken, weil man ja heutzutage immer sagt, Ideologien sind des Teufels und wer ideologisch argumentiert, der ist irgendwie rechts oder verbohrt oder was weiß ich. Früher hat man das auch schon gesagt, da waren die Linken alle Ideologen, hat es immer geheißen. Aber wenn man sich mal genau überlegt, was eine Ideologie eigentlich ist, dann merkt man auch, wofür die gut ist. Zunächst einmal brauchen eigentlich alle Menschen nicht wahnsinnig viel, um zu leben und vielleicht auch um glücklich zu sein. Und es ist auch relativ gleich. Also jeder braucht genug zu essen und zu trinken. Die meisten brauchen ein Dach über dem Kopf. Ich kenne ein paar Ausnahmefälle, aber kann man trotzdem generell so sagen. Dann so eine gewisse Zugehörigkeit, soziales Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Liebe, auch im größeren Bereich Menschen, mit denen man zu tun hat, auf die man sich verlassen kann, weil der Mensch halt ein soziales Wesen ist und allein verkümmert. Das ist aber schon so im Wesentlichen alles. Man kommt natürlich noch hinzu, man braucht auch Sonne, man will auch frische Luft und solche Dinge. Und jetzt steht man so als Mensch oder auch als Menschengruppe halt immer vor dem Problem, irgendwie funktioniert das alles nicht so richtig. Irgendwas läuft da falsch. Warum haben die einen nichts zu essen oder zu wenig zu essen und die anderen schmeißen es weg und hier funktioniert das nicht, dort jenes nicht. Und dann überlegt man halt so, woran liegt es? Was ist der Grund dafür? Und da kommen dann Ideen. Und wenn man diese Ideen zu einem gewissen System verknüpft, dann entsteht eine Ideologie. Das ist einfach nur von der Wortbedeutung her das Sprechen über Ideen, über Einfälle, Gedanken. Und da ist es dann manchmal auch schon hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel in einer modernen Welt, in der Industriegesellschaft wahnsinnig viel darüber nachdenkt, was läuft hier alles falsch, da kann man sich den Kopf zermartern, man hat aber nur 24 Stunden am Tag und nur eine bestimmte Anzahl Jahre zu leben, also kommt man da vielleicht nie auf einen grünen Zweig und dann ist es ganz hilfreich, wenn man dann zum Beispiel schlägt man ein Buch auf, dann liest man, was weiß ich, zufällig jetzt herausgekramt Karl Marx oder Engels und liest dann da was und sagt, okay, da steht's ja schon, jetzt brauche ich nicht mehr weiter drüber nachdenken, sondern jetzt kann ich ausgehend davon neue Ideen, weitere Ideen und vielleicht dann Lösungen erarbeiten. Muss wirklich nicht Marx oder Engels sein, da gibt's viele. Kann jetzt auch umgekehrt, nur um das noch zu belegen, Hayek sein, der das Gegenteil dann sagt. Das spielt nicht so die große Rolle. Schwierig wird's bei diesen Ideologien immer dann, erstens, das erste große Problem, dass sie halt Ideologien sind. Das heißt, sie beruhen auf Gedanken und Vorstellungen und passen nicht immer so ganz mit der Realität zusammen. Das merkt dem Kleinen jeder jeden Tag, wenn er bestimmte Vorstellungen hat, ich will jetzt dies und das tun und dann haut's nicht hin, dann fehlt irgendwas oder die Schraube ist zu klein. Das jetzt ruder ich so ein bisschen in der Spontanität herum. Und das stimmt aber natürlich auch im Großen, wenn man dann sagt, ja, schau, jetzt haben wir diesen Gedanken für ein Gesellschaftssystem, der beruht auf Beobachtungen und Herleitungen und Überlegungen und dann halt eine Idee davon, wie es weitergeht, was sich daraus ergibt. Und dann stellt sich irgendwann raus, es funktioniert irgendwie so gar nicht. Dann wird es mit so einer Ideologie schwierig. Da muss man dann immer weiter drüber nachdenken und halt die immer wieder die Realität beobachten und das, was man denkt, will und meint, an dem messen, was man sieht und was man daraus schließt. Das ist soweit so gut eigentlich alles okay. Da gibt es dann auch die unterschiedlichsten Richtungen. Also wenn man beispielsweise Religionen nimmt, dann kann es jetzt passieren, da die in dem einen Haus beten die diesen Gott an und in einem anderen Haus beten sie einen anderen an oder vielleicht viele, mehrere. Das kann man ja so machen, solange nicht irgendjemand dann von diesen Gruppen hergeht und sagt, ihr müsst alle unseren Gott anbeten. Aber darauf komme ich noch, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh für den Punkt. Kann man auch in politischer Hinsicht, kann man sogar jetzt beispielsweise mal die deutsche Geschichte der letzten Jahrzehnte nehmen und sagen, so nach dem Zweiten Weltkrieg gab es mehrere Ideologien. Die eine war, hat man damals konservativ genannt, vielleicht war sie eher reaktionär. Also da war die, das war so CDU, CSU, FDP und noch einige andere, die jetzt mal überspitzt gesagt der Meinung waren, wir haben nicht den Krieg verloren, sondern nur eine Phase von dem Krieg.
Und wir müssen schauen, dass wir das System von vor diesem Krieg, also noch lange davor, praktisch diese alte Ordnung von oben unten, Anordnungen von oben nach unten und geordnete Stände oder Klassengruppen, das müssen wir wiederherstellen oder eben reaktionär oder konservativ bewahren, was noch davon da ist. Da war dann natürlich auch außenpolitische Ideologie dabei. Die UdSSR ist unser Feind und wir haben im Zweiten Weltkrieg die nicht besiegt, sondern die sind bis zur Zonengrenze gekommen und nach Berlin, weil wir blöd genug waren und gegen Franzosen, Engländer, Briten und USA gleichzeitig noch Krieg geführt haben. Jetzt müssen wir mit denen gemeinsam die UdSSR besiegen, weil irgendwie alle Wege des Kommunismus führen nach Moskau und so diese Geschichten. Also der Kommunismus ist der große Weltfeind und den müssen wir besiegen. Auf der anderen Seite gab es die, die auch auf Traditionen zurückgegriffen haben, eben von Marxismus zum Beispiel und von alten linken Geschichten aus der letzten Jahrhundertwende davor. Die muss ich jetzt gar nicht genauer ausführen, aber die halt auch in dieser Frage der Politik gegenüber dem Osten da völlig andere Meinungen gehabt haben und gesagt haben, wir müssen vielleicht mal auf die zugehen und uns endlich versöhnen, jetzt nach 50, 60, was weiß ich, wie viele Jahre, weil dann können alle davon profitieren. Wir kriegen dann von denen im Osten, war auch für die immer der Russe, obwohl es die Sowjetunion war, von denen können wir dann günstige Rohstoffe und alles Mögliche beziehen und dafür geben wir denen wiederum, wie soll man sagen, Hilfestellung in Bezug auf bestimmte technische Dinge, wo wir jetzt besser sind und dann ist das für beide eigentlich ganz gut. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ideologien. Die eine hat nach dem Krieg dann erst einmal die Oberhand gehabt mit Adenauer, Erhard, die halt eben gesagt haben, totale Abgrenzung nach Osten, Russe ist Feind und wir brauchen jetzt auch wieder eine Wehrmacht, Bundeswehrmacht. Wir haben tatsächlich übrigens am Anfang Wehrmacht gesagt, das ist kein Witz. Damit wir die bekämpfen können, und zwar jetzt gemeinsam mit USA und Großbritannien und Frankreich. Und dieses Bekämpfen, was letztlich gemeint war, erobern, das hat man dann unter dem Begriff Abschreckung gefasst und hat gesagt, die wollen uns erobern und deswegen müssen wir uns schützen, indem wir die abschrecken. In Wirklichkeit war natürlich das schon so gedacht, dass wir uns das irgendwann dann doch endlich schnappen. Das hat nach dem Krieg erstmal vorgeherrscht. Dann ist das Pendel umgeschwungen. Dann kam Willy Brandt ins Kanzleramt, der dann gesagt hat, mehr Demokratie wagen, einerseits im Inland und nach außen hin versöhnen. Ist dann nach Warschau gereist, gibt's ja diese berühmten Bilder. Also hat versucht, in Polen, Tschechoslowakei, in der UdSSR, dort bei den Ländern, die ja von den Deutschen erobert und weitgehend verwüstet wurden und Millionen Menschen ermordet wurden, da irgendwie zu versuchen, sich zu versöhnen und da eine Art ja, Brücke zu schlagen und zu schauen, ob man da nicht irgendwelche Verbindungen zusammenkriegt. Diese beiden Ideologien gab's. Gibt es im Grunde heute noch. Die eine ist fast verschwunden, die andere ist absolut dominant. Aber das ist nicht weiter wichtig. Mir ging es nur darum zu zeigen, es gibt da immer mehrere Wege. Es gibt die Extremen und dann viele in der Mitte. Das sind Ideologien. Und dadurch, dass die dieses ganze Spektrum abdecken und dann in einzelnen Gruppen halt auch die Gesellschaft praktisch repräsentieren und diese Ideologien in Parlamenten und so vertreten, entsteht das, was diese heute leider sehr missbrauchten Begriffe bezeichnen, nämlich Vielfalt auf der einen Seite. Also es gibt die eine Idee, Strauß und Co., wir müssen bis Moskau marschieren. Und auf der anderen Seite kann man noch extremer sein, DKP, wir müssen eine Sowjetrepublik werden. Und dadurch entsteht aber auch in einem gewissen Maße, in dem Maße, das das halt nötig macht, um die Gesellschaft nicht explodieren zu lassen, eine Toleranz. Weil natürlich waren jetzt Leute wie Wiener und Strauß absolute politische Gegner und trotzdem haben sie sich gegenseitig respektiert. Auf der einen Seite natürlich als Menschen und andererseits auch ihre politischen Ideologien gegenseitig toleriert. Das ist manchmal nicht ganz so gegangen. Da gab es auch dann eben die Verfolgung der Linken in den 60er, 70er, 80er Jahren. Aber grundsätzlich hat eine gewisse Offenheit geherrscht, die man mit Toleranz teilweise beschreiben kann. Schwierig wird es jetzt dann, wenn man sagt, ich habe hier eine Ideologie, aber deren Wirkung oder deren Erfolg beruht darauf, dass sie allein vertretend ist. Das heißt, die Ideologie
ist Segen für die Menschheit oder fürs Land oder für wen auch immer. Aber das funktioniert halt nur, wenn wirklich alle dabei sind. Und die, die nicht dabei sind, die müssen wir ganz grob ausschalten. Am besten irgendwie, was weiß ich, ganz raushalten aus dem Diskurs und eben nicht tolerieren. Da kann man wieder mit den Religionen anfangen und sagen, okay, wenn also der eine Gott, an den wir glauben, das ist der einzige Gott und der kann aber seinen Segen für die ganze Menschheit und die Welt nur entfalten, wenn wirklich alle an ihn glauben, dann müssen wir die anderen Götter verbieten. Und in politischer Hinsicht ist es genauso. Das haben wir ganz, ganz derb auf eine ganz brutale Art gemerkt während dieser Pandemie-Inszenierung, wo dieser bescheuerte Spruch aufkam, no one is safe until everyone is safe. Also niemand ist sicher, bevor alle sicher sind. Und dann der Weltkönig gemeint hat, 7 Milliarden Menschen müssen gespritzt werden mit diesen Gentechnikpräparaten. Nur dann ist jeder Einzelne wirklich sicher. Und solange nicht alle geschützt sind, ist überhaupt keiner geschützt. Da muss man 2 Minuten drüber nachdenken, dann merkt man schon, ist völliger Schwachsinn. Da haben dann ein paar so Vollidioten, Prediger und wie nennt man die dann, ja, so Fanatiker halt gesagt, Nächstenliebe, Impfen ist Solidarität und schütze deinen Nächsten, wo alle wussten, das stimmt überhaupt nicht, das stimmt schon medizinisch nicht und selbstverständlich stimmt's auf einer gesellschaftlichen Ebene oder politisch ja, überhaupt nicht, ist vollkommen widersinnig. Also jetzt Vergleich mit, sagen wir mal, späte 70er, Anfang 80er, da gab es ja auch Leute, die dann gesagt haben, diese Welt ist nicht mehr zu ertragen, wir müssen jetzt eine Landkommune gründen und eine neue Lebensform finden. Während dann kurze Zeit drauf andere halt gesagt haben, na, alles Quatsch, Geld ist Energy, ich gehe an die Börse und studiere BWL. Diese beiden Ideologien können koexistieren. Also man kann sich dann gegenseitig sagen, das sind totale Trottel da, die anderen. Aber man kann sich trotzdem tolerieren und sagen, ja, macht's hier euren Scheiß, wir machen unseren. Schwierig wird's, wenn die einen dann sagen, damit die Börse weiterhin floriert, müssen wir jetzt eure Landkommune in ein, was weiß ich, eine Fabrik umbauen oder so. Da gerät man in Konflikt, da muss man diskutieren. Aber bei einer Ideologie, die sagt, solange nicht alle mitmachen, hat keiner was davon, da gibt's keine Alternative mehr. Man muss jetzt natürlich wieder mal einen dieser Vergleiche rausziehen mit dem Dritten Reich, weil da war es ja ähnlich, da hat man auch gesagt, das deutsche Volk, die deutsche Volksgemeinschaft, der deutsche Volkskörper muss komplett zusammengeschmiedet werden, damit seine stählerne Kraft dann wirklich wirkt. Und solange diese zersetzenden Elemente, Juden, Bolschewisten, Kommunisten und dann immer mehr alle möglichen anderen noch, solange die da noch ihr Unwesen treiben, wie so Würmer, die da drin rumkriechen und alles zusammenfressen, solange funktioniert das nicht. Also müssen wir die loswerden. Damals hat es dann im millionenfachen industriellen Massenmord und in einem historisch tatsächlich einmaligen Menschheitsverbrechen geendet. Aber der Grundgedanke war eigentlich jetzt, klingt auf den ersten Blick ein bisschen harmlos. Wir müssen alle zusammenstehen und die, die nicht dazugehören, die schmeißt man aus. Und jetzt weiß ich natürlich, dass diese Vergleiche nicht populär sind. Aber ich habe jetzt zum Beispiel neulich dort so einen Eintrag im Internet gefunden, wo dann jemand gesagt hat, also Spaltung der Gesellschaft, darüber wird ja seit längerer Zeit jetzt immer wieder diskutiert oder vielmehr geplappert eigentlich, weil wenn man es genau nimmt, mehr gespalten als in den 50er, 60er Jahren, 70er Jahren, konnte ja unsere Gesellschaft überhaupt nicht sein. Auf der einen Seite die gesagt haben, Militärkrieg gegen Russland und auf der anderen Seite die gesagt haben, Versöhnung mit Russland. Also stärkere Spaltung kann es eigentlich nicht geben. Und die Aufhebung dieser Spaltung ist etwas, wo man dann immer sehr misstrauisch sein müsste, weil läuft halt immer darauf hinaus, Spaltung kann man nur aufheben, indem man die eine Seite dann abschafft. Oder jetzt mal milde gesagt überzeugt, aber überzeugt mal jemanden von sowas. Da ist nicht jeder so offen wie der Strauß dann damals, der dann nach Moskau geflogen ist und zurückgekommen ist und gesagt hat, huch, das sind überhaupt keine Teufel. Das kommt sehr selten vor. Aber okay, zurück zu diesem Eintrag habe ich da gesehen, wo es jetzt, kann es jetzt nur indirekt zitieren, ich blende es dann ein. Es gab überhaupt keine Spaltung, sondern nur ein winzig kleiner Teil hat sich freiwillig aus der Gesellschaft verabschiedet und abgespalten. Ja, da wohnt für mich unübersehbar ein Geist drin, den ich wiedererkenne aus dem, was ich jetzt schon erzählt habe. Dann gab es einen zweiten Eintrag, habe ich auch zufällig gesehen, da hieß es dann Die Zeit, also diese Regierungspropaganda-Schreibpostille da für den Krawattenträger, die zu lesen ist schon eine Haltung. Also damit schon nehme ich eine Haltung ein,
die darauf hinausläuft, dass irgendwann jeder diese Haltung einnehmen muss und es keine alternative Haltung mehr gibt oder halt abwägen oder sagen so, ja, also ich muss ja jetzt mal nochmal dazwischen von mir vielleicht erzählen, ich habe in meinem Leben mich mit allen möglichen Ideologien beschäftigt und immer mal wieder einen Kern gefunden, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt gar nicht schlecht, kann man mal darauf aufbauen und weiterdenken. Aber bin halt immer wieder an Punkte gestoßen, wo ich festgestellt habe, nee, also das geht jetzt in der Sackgasse, da braucht man wieder einen Weg außen rum. Dann findet man entweder einen eigenen Gedanken oder findet halt woanders wieder was, was dann vielleicht diese Zwickmühle da draus heraushilft. Und auf die Art entsteht vieles, aber es entsteht natürlich keine Haltung, weil ich dann ständig sagen muss, ja, okay, ich sehe das jetzt so, andere sehen es anders, ich höre mir das aber an, was die anderen sagen, weil möglicherweise die Probleme, die ich jetzt noch habe, vielleicht kommt ein Gedanke bei denen vor, den ich dafür brauchen kann und da einbauen kann. Also so kann keine Haltung entstehen. Haltung heißt, ich weiß schon alles, so ist es, so wird es sein und ich muss nur noch dafür kämpfen, dass es durchgesetzt wird. Also auch in diesem schon eine Zeitung zu lesen, eine bestimmte, das ist eine Haltung. Ja, das stimmt sogar irgendwie ein bisschen, wenn ich mich in meinem Welterleben komplett auf die Propaganda beschränke und die ja auch zugibt, pass auf, wir formen die Realität so für euch vor, dass sie quasi so in Häppchen konsumierbar ist, dann ist es eine Haltung, aber es ist nicht gut und auch nicht förderlich für eine Gesellschaft. Und das Beste, was ich dann gefunden habe, und dadurch bin ich eigentlich auf diesen Gedanken überhaupt gekommen, das ist so ungefähr die Krönung dieser Entwicklung und zugleich des Wahnsinns in dieser Entwicklung, das war so eine Tagesschau-Meldung, wo es hieß irgendwie, jetzt muss ich nachschauen, umstrittene Organisationen erhalten in Deutschland zu leicht ein Bankkonto, kritisieren Experten. Ich mag jetzt heute nicht drüber streiten, wer schon wieder diese blödsinnigen Experten sind, weil es stellt sich raus, es sind Omas gegen rechts, die ich jetzt nicht unbedingt, was immer mal mit Omas also verbindet, aber die sind jetzt nicht unbedingt Experten für Bankkonten oder wie heißt's, umstrittene Organisationen. Aber wenn man diesen Satz zwei- oder dreimal liest, dann merkt man, was für eine abgrundtiefe Gewalt und was für ein Potenzial an Gefahr, und zwar eventuell sogar mörderischer Gefahr, da eigentlich drinsteckt. Weil ein Bankkonto, ich habe vorher die Bedürfnisse des Menschen aufgezählt, Essen, Trinken, Haus, Dach über dem Kopf und so weiter. Heutzutage gehört natürlich ein Bankkonto auch irgendwie dazu, weil es geht immer mehr, ich sage jetzt nicht Entwicklung, sondern die Ideologie, die vorangetrieben wird und auch durchgesetzt wird, geht in Richtung weg vom Bargeld und hin zu digitalem oder halt zumindest indirektem Bezahlen. Und man kann einen Menschen dann, wenn man ihm halt einfach kein Bankkonto gibt, kann man ihn ruinieren. Man kann dann sagen, ja, du musst jetzt leider aus deiner Wohnung raus, weil du kannst ja deine Miete nicht bezahlen, weil du kein Bankkonto hast. Und du kannst auch nicht mehr einkaufen, weil deinen komischen 10-Euro-Schein da, den kannst du stecken lassen, den nehmen wir nicht mehr. Also so kann man einen Menschen wirklich nachhaltig ruinieren, ohne dass man jetzt direkt mit einem Knüppel oder mit einem Revolver oder ihn irgendwo einsperrt. Der wird ruiniert dadurch. Und jetzt kommt aber der nächste Gedankenschritt bei diesen sogenannten Experten. Da nimmt man jetzt eine Organisation, und das sind ja immer Gruppen von Menschen, jetzt zum Beispiel ein Verein oder eine Partei oder eine Initiativgruppe, was weiß ich, die kriegen jetzt kein Bankkonto und damit ist es für die vorbei. Die können jetzt, wenn sie zum Beispiel politische Opposition machen, können die das nicht mehr. Damit sind sie ausgeschaltet und dann ist es so, dass die dann ja auch oft persönlich ruiniert werden. Also damit kann man politische Opposition wirksam ausschalten und gesellschaftliche Opposition tatsächlich vernichten. Böse gesagt, aber darauf läuft es letztlich hinaus. Und jetzt ist die nächste Frage, wen betrifft es? Man könnte ja jetzt sagen, okay, Verbrecher kann man ja jetzt irgendwie auch auf diese Weise von ihren Quellen oder ihren Einnahmedingern abschneiden. Da mag das eine gewisse Legitimität haben, wenn man sagt, da handelt einer mit Rauschgift, dann schneidet man ihm das Bankkonto, wo er da seine, oder Politiker, der kriegt ständig Schwarzgeld von Lobbyisten, dann nehmen wir ihm dieses Bankkonto weg. Weil dann kommt er vor Gericht und dann kann er danach ein neues Bankkonto aufmachen, wo halt kein Schwarzgeld und keine Bestechungssummen mehr drauf kommen. Aber hier geht's ja nicht um irgendwelche Nachweise und gar nicht um, und schon gar nicht um irgendwelche Verbrechen oder illegales Getue, sondern umstrittene Organisationen. Und umstritten ist heutzutage alles, was nicht absolut 100% auf
Regierungslinie liegt. Und zwar ohne, dass jemand darüber streitet. Also es ist ja im Prinzip überhaupt nicht umstritten. Nehmen wir mal jetzt, ja, Paradebeispiel, die AfD, da heißt sie umstrittene Partei. Aber es wird ja nicht über sie oder um sie gestritten, sondern es wird erklärt, die sind Nazi. Die müssen raus, die müssen weg, wie immer man dazu steht. Aber worauf ich hinaus will, ist nur, damit etwas umstritten ist, müssen mehrere Leute drüber streiten. Und das ist hier aber nicht vorgesehen, sondern eine Behörde oder eine Regierungsorganisation sagt dann, ah, der hat das und das gesagt und damit ist er umstritten. Also raus mit dem, Bankkonto weg, nichts mehr einkaufen, Wohnung weg. Kommt dann natürlich alles als nächster Schritt, weil wenn man merkt, diese Umstrittenen, die kommen damit irgendwie dann zurecht, die gründen dann vielleicht eine eigene Bank, dann müssen wir noch einen Schritt weitergehen und müssen da tiefer hinein. Die müssen jedenfalls zerstört und vernichtet werden. Und da wird die Sache erstens absurd, weil wenn diese Forderung, die kommt tatsächlich, steht hier auch, Beispiel Leipzig, hier fordert die Initiative Omas gegen Rechts derzeit die örtliche Volksbank auf, das Konto des AfD-Kreisverband Hammerschuh Leipzig zu kündigen. In einer Online-Petition haben sie dafür mehr als 32.000 Unterschriften gesammelt. Der Landesverband der AfD wird vom Verfassungsschutz Sachsen als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ja, also über den ganzen Schmarrn will ich jetzt heute mal gar nicht reden, weil der der Verfassungsschutz da natürlich eine Organisation von der Regierung ist, also den Regierungsparteien. Und wenn jetzt dort die AfD mit der CDU oder mit der FDP regieren würde, dann würden die garantiert einen Verfassungsschutzchef finden, der dann die Bündnis Sarah Wagenknecht oder notfalls auch die SPD als gesichert linksextremistisch einstuft. Aber deswegen kann man die Leute noch längst nicht irgendwie persönlich oder organisatorisch ruinieren. An sich würde man denken. Also ist jetzt eher so, Omas gegen Rechts, ja, könnte man sagen, die sind ja eigentlich umstritten. Also nehmt denen das Bankkonto weg. Da bin ich nicht dafür. Wie gesagt, ich bin dafür, dass jeder da sein Bankkonto hat. Und dass sich die Ideologien streiten, ohne dass eine behauptet, sie ist die einzige auf der ganzen Welt und no one is safe before everyone is safe. Da kommt aber jetzt noch ein Gedanke, auf den ich eigentlich hinaus wollte, weil, ja, dauert wieder mal recht lang, weil ich dadurch eben auf die Idee gekommen bin, was ist denn eigentlich das Gefährliche an dieser neuen totalitären Ideologie? Ich sage das Wort deswegen, weil eine Ideologie, die behauptet, no one is safe until everyone is safe, die muss tatsächlich dann ja auch jeden erwischen und bei jedem alles durchdringen. Und das ist halt nun mal totalitär, wenn man alle erfasst und bei jedem dann auch einzeln alles erfasst, damit der vollständig dabei ist oder halt ausgestoßen wird. Und jedenfalls das Ende von dem, was ich vorher gesagt habe, mit Vielfalt, Toleranz und so weiter. Und da kommt jetzt die Absurdität, weil es auch in diesem Tagesschau-Artikel dann heißt, Meta Mukasa, die ist die Initiatorin von dieser Omas gegen Rechts-Geschichte, dass halt die Umstrittenen alle kein Bankkonto mehr kriegen dürfen. Die beschwert sich jetzt, weil eine bestimmte Bank halt da dieser AfD nicht kündigen will, obwohl die umstritten ist. Und zwar sagt sie, jetzt zitiere ich wörtlich, es gibt bereits Vorstände, die sich ganz klar für Vielfalt und Toleranz ausgesprochen haben. Würde man jetzt sagen, okay, super. Aber der Gag und der Wahnsinn kommt gleich im Anschluss. Und wir wünschen uns, dass die Leipziger Volksbank dem auch entspricht. Und das ist nun wirklich totaler Wahnsinn, indem man sagt, die Leipziger Volksbank muss Haltung einnehmen, total auf Einheitslinie umschalten. Die darf nichts Umstrittenes mehr, ja, nicht einmal unterstützen, sondern Umstrittenen auch kein Konto mehr geben. Die muss also Vielfalt in politischer Gedankenhinsicht, Ideologiehinsicht und Toleranz, dass man sagt, na ja, die spinnen, aber die dürfen auch mal spinnen. Das muss komplett beseitigt werden, und zwar im Namen von Vielfalt und Toleranz. Das ist für mich jetzt echt mal wieder so die Quadratur des Wahnsinns, der bei uns zurzeit tobt. Und nicht nur bei uns, aber in Deutschland mal wieder, muss man leider auch sagen, traditionell ganz besonders wahnsinnig. Ich denke mir da manchmal immer, das ist einfach so deutlich, also solche Geschichten, wie wenn da jetzt eine sagt, weg mit Toleranz und Vielfalt, weil wir Toleranz und Vielfalt brauchen. Das muss doch eigentlich jeder merken, wie irre das ist. Aber es geht einfach immer nur einen Schritt weiter. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Leute, die das Dritte Reich noch erlebt haben, wie ein
ganz anderer Wahnsinn sich ebenso in seiner Absurdität und Widersinnigkeit Schritt für Schritt durchgesetzt hat, bis hin eben in die absolute Gewalt von Krieg und Massenvernichtung. Diese Leute sind jetzt größtenteils nicht mehr da, die können uns das nicht erzählen. Wie ist denn das damals eigentlich gegangen? Wie konnte ein solcher Irrsinn sich durchsetzen, ohne dass eine Mehrheit oder halt zumindest große Gruppen gesagt haben, was soll denn das überhaupt? Ja, das fehlt uns vielleicht jetzt, diese Erfahrung. Und deswegen wäre jetzt fatalistisch zu sagen, sind wir verurteilt, das zu wiederholen. Ich hoffe es nicht. Na, ich weiß auch, meine Videos schaut kaum jemand an, die sind halt weitgehend unsichtbar. Aber zumindest ein paar Leute, hoffe ich schon, denken darüber nur nach und sind dann auch in der Lage zu erkennen, was für ein Wahnsinn das ist. Und, das sage ich ab und zu immer mal wieder ganz gerne, drüber zu lachen. Weil eigentlich kann man über einen derartigen Schwachsinn wirklich nur herzlich lachen. Und das hilft dann wiederum auch ein Stückchen weiter. Lachen ist ein gutes Mittel gegen Haltungen. Vielleicht, das war jetzt spontane Lebensweisheit. Müsste man erst mal überprüfen.